Wenn mir das am Strand vom Iberostar Toucan zu langweilig wird, dann gehe ich eine Runde schnorcheln. Und das mache ich auch jetzt ein kleines Video für euch als Tipp, wenn euch das zu langweilig wird, wo man gut schnorcheln kann. Und hier nochmal der Strand vom Iberostar aus einer anderen Perspektive. Der ist sehr schön, man kann auch wunderbar schön ins Wasser gehen, ist ganz feiner Sand, sehr fußfreundlich. Nur zu schnorcheln ist leider nicht so viel zu sehen, keine Fische. Wenn man hier den Strand ein Stück weiter geht, dann kommt noch ein Hotel und danach kommt freier Strand. Und da sind wesentlich weniger Touris und da sind auch ein paar Steine im Wasser, wo sich dann Fische und ein paar Pflanzen angesiedelt haben. Da gibt es einiges zu sehen. Da gehe ich jetzt eine Runde schnorcheln, dann nehme ich euch mal mit. Dann kommt ihr da rein. Was auch geil ist hier in der Karibik, der Strand. Wenn man das kennt aus der Türkei oder aus Ägypten oder so, da wird der Strand immer so heiß, man kann gar nicht drauf laufen. Das hier nicht. Es ist... Der Sand ist anders hier. Vielleicht kann einer in den Kommentaren schreiben, warum das so ist, aber jedenfalls wird der Sand nicht heiß an den Füßen. So, ich bin jetzt vom Iberostar Toucan bzw. Quesal 5 bis 10 Minuten am Strand entlang gegangen. Ihr seht schon, da hinten, da sieht man noch das Hotel, ist also überhaupt nicht weit. Und hier fängt dann der freie Strand an. Der ist auch schön, ist natürlich nicht so gepflegt, weil es ein freier Strand ist. Aber dafür wesentlich leerer und ruhiger hier. Man hat viel mehr Platz, hier sind viel, viel weniger Leute, nur ein paar Spaziergänger. Und hier ist eine gute Ecke, wo man schnorcheln kann. Da hinten seht ihr die dunklen Stellen im Wasser, da vorne. Da sind auch da ein paar Köpfe zu sehen, das sind alle Schnorchler. Jetzt aber genug gelabert. Ab ins Wasser. Ja, so sieht das unter Wasser aus, in der Nähe vom Iberostar Hotel Toucan bzw. Quesal. Ich hoffe, das Video inspiriert euch und bringt euch in eurer Urlaubsplanung etwas weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihm doch einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und es werden noch einige Videos aus Mexiko folgen. Viel Spaß dabei und viel Spaß beim Schnorcheln.